Glück auf und herzlich willkommen zu unserer Interaktionsreihe über Knospen. Glück auf, liebe Leute. Heute wollen wir endlich mal so zum Knospensammeln kommen, etwas näher an die Knospen ran also. Aber vorher noch ein Hinweis zum vergangenen Witt zum Thema. Da kam nämlich die Bemerkung, dass es eigentlich nicht so toll sei, wenn wir über Knospen reden, da Laubblätter zeigen. Ja, das hat einen anderen Grund. Denn es wurden alte Buchenblätter gezeigt, aber im Zusammenhang mit Knospen. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass alte Blätter und Knospen bei Buchen zum Beispiel zur gleichen Zeit drauf sind. Das ist das Interessante. Denn da sieht man, das sind alte Blätter, die sehen aus wie Buchenblätter. Und da werden das wohl Buchenknospen sein. Deswegen haben wir diesen Zweig mitgenommen. Also wir denken uns schon was dabei, aber schön, dass er das hinterfragt. Das freut uns. So, und heute also wollen wir mal mit dem Sammeln anfangen. Und ich will damit beginnen, euch mitzuteilen, von welchen Bäumen man am besten Knospen sammelt. Ich habe verschiedene Quellen dazu studiert. Und demzufolge sind Baumknospen zum Essen von folgenden Bäumen gut geeignet. Und zwar die Linde, die Pappel, Ahorn, Birke, Walnuss, die Buche, die Ulme, Kirschbäume, Apfel, Pflaumenbäume werden vor allen Dingen genannt bezüglich der Bäume. Von den Strauchknospen bin ich auf Folgendes gekommen. Da wurde die Haselnuss empfohlen, die Brombeersträucher, Himbeer- und Johannisbeersträucher. Ja, und auch nicht zu vergessen die Rose, die wilde Rose. Na, da könnte auch die Hagebuttenknospen knappern. Und vorweg sei schon gesagt, man kann immer wieder lesen, Knospen sind zum Knappern da. Also so Fingerhutgröße und nicht den Baum dann total leeren. Also es ist was zum Knabbern, wenn man unterwegs ist, das zu verspeisen. Und man sollte nie die Knospe an der Spitze essen. Diese braucht die Pflanze fürs Wachstum logischerweise. Und dann natürlich nur die Knospen von kräftigen Bäumen, nicht von ganz kleinen. Ja, und wie gesagt, Fingerhutgröße, wenn man sie mit nach Hause nimmt, ansonsten so zum Knappern, wenn man unterwegs ist, ist doppelten Sinne. Ja, ihr müsst dabei natürlich ein bisschen wieder auf Sachen aufpassen, auf Vogelkot und Parasiten und so weiter, aber das wisst ihr ja schon. Bei gewissen Bäumen müsst ihr natürlich sehr aufpassen, wie bei der Eibe. Und beim Kirschlorbeer, das sind giftige Knospen, das solltet ihr euch nicht dran vergreifen. Das sollte man nicht tun. Erwähnenswert vielleicht auch, dass die Knospen auch geschützt werden. Vor Kälte, vor Fressfeinden, Pilzbefall, da werden die Knospen von Harzen geschützt. Und dadurch sind sie dann besonders knackig. Also euch dürft ihr dann nie dran stoßen, wenn Harz so an den Knospen ist. Das ist ein natürlicher Schutz. Könnt ihr mitverspeisen, den Harz. Besonders gut enthalten sind in den Knospen die Bitterstoffe. Die bringen den Stoffwechsel so richtig in Schwung, regen die Verdauung an und haben natürlich auch tolle Nebeneffekte. Bremsen Heißhunger und vor allen Dingen nehmen euch die Lust auf Süßes, denn die sind ja teilweise auch süß. Und so die kleinen Knospen sind besser als die Tafel Schokolade in einem Male so hinein zu schieben. Ja, das vielleicht heute dazu und dann demnächst eine spezielle Knospe. Ihr schreibt am besten in die Kommentare, welche Knospen ihr gerne näher erläutert haben möchtet. Der Knospenverzehr ist ganzheitlich eigentlich zu sehen im Zusammenhang mit dem Waldbaden. Das sind mehrheitliche Gesundheitsvor- und Fürsorge. Das sind Energiespender. In den Knospen lagern reichliche Nährstoffe.
wie unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe. Und die wirken antibakteriell, wundheilend, kräftigend, Entgiftung auf den menschlichen Körper. Und von der Phytotherapie, Chemotherapie haben wir ja auch schon gesprochen in diesem Zusammenhang. Ja, das sollte ich mal erwähnen, also die Bäume und Sträucher, wo man Knospen am besten abmachen könnte, sollte, dürfte. Und wie gesagt, nicht an den ganz jungen, von den kräftigen Bäumen. Und dann, wie erwähnt, stellt bitte eure Fragen, auch Kritik stehen wir offen gegenüber. Das hilft am Ende allen weiter. Und was ihr bezüglich Knospen noch gern hören möchtet. Ja, und vielen Dank für den Vortrag. Ich möchte jetzt nochmal auf den vierten Teil, den nächsten Teil also, hinweisen. Da geht es um die Chemotherapie. Wir schauen hinein in die Chemotherapie, Details, Vorteile und schauen uns Anwendungen von speziellen Knospen an. Bis zum nächsten Teil. Glück auf, Glück zu.